Moin, ihr Schnittchen, und herzlich willkommen im Europapark. Ich habe den dabei, der gerade lacht. Und der Jan, da hinter mir, der selber gerade Video aufnimmt. Wir gammeln jetzt einfach heute mal im Europapark rum. Ich habe überhaupt keinen Plan, was wir eigentlich machen. Ich filme halt zu wenig für eine Parkvorstellung, deswegen habe ich mir gedacht, mache ich jetzt einen Vlog. Ich habe eine neue Optik dabei, die ich eigentlich einfach nur mal ausprobieren möchte. Sind jetzt gerade Voletarium gefahren, das Flying Theater hier direkt am Eingang, muss ich sagen. Ich habe jetzt die Warteschlange das erste Mal gesehen. Sehr, sehr geil. Ich muss sagen, ist ein cooler Attraktionstyp. Ja, der Film hat eine richtig geile Auflösung. Übergänge schwierig, ist nicht meine Attraktion. Ich finde auch Soarin' bei Disney schon schwierig. Ja, wir laufen jetzt zu Wodan, fahren mal ein bisschen Achterbahn heute. Wird hoffentlich ein bisschen leerer sein, ein bisschen Film zwischendurch. So ist es, was? Achso. So. Und dann gucken wir mal, Double Vlog Action hier. Da wird auch gefahren. Wir fahren jetzt Lorry-Touren. Das ist die Attraktion hier in diesem Park. Und da gehen wir jetzt hin. Schnörres. Schnörres. Mit Bier. Wir sind jetzt drei Sachen gefahren, ne? Ja, nach Voletarium sind wir drei Sachen gefahren. Wir sind natürlich direkt hinten in die Ecke zu Wodan gelaufen. Die GCI Woody, der hier steht. Sehr snappy heute unterwegs, sehr, sehr flott. Ich glaube, dank des Regens heute Morgen hier in Rust. War sehr geil, ist immer noch sehr kurz die Bahn, aber gut. Auf jeden Fall echt cool. Danach halt Blue Fire gefahren. Wie immer eine gute Bahn, eine gute, gute Bahn. Besonders die Rolle am Ende tut es mir immer wieder an. Die finde ich einfach super, super gut. Und jetzt gerade waren wir noch in Schnörres-Touren. Ist ein süßer Dark Ride auf kleinster Fläche, der mir trotzdem irgendwie nicht so ganz gefällt. Was? So, ja. Ich finde den zwar süß gemacht an sich. Das Ride-System finde ich schwierig. Man sieht da überall zu viel. Der Dome, da müssen wir nicht drüber reden. Die Auflösung ist katastrophal. Ja. Ansonsten wird die ganze Zeit gefilmt. Ja, und jetzt laufen wir mal zu Batavia. Gucken uns die Piraten in etwas neuer nochmal an. Nicht nur 4D. Nicht nur 4D? Nicht nur 4D. Ja. Ja. Und was sagen Sie dazu? Wow. Meine Freunde, das wird keine leichte Reise. Thank you.
Himmel zu begeben. Kann das sein? Projekt Europa. Euch aus. Wir lachen uns aus? Ja. Warum? Es ist so schön einfach. Es ist so wunderschön. Wunderschön. Können wir noch machen? Es ist mal wieder Zeit für Abenteuer Atlantis. Wichtig ist nämlich, der Tim hat gesagt, wenn ich 100.000 Punkte schaffe, 100.000, dann kriege ich ein Bier ausgegeben. Ja, was anderes außer Challenge Accepted kann man da ja nicht sagen, ne? Also. Piu, piu, piu. Leute, wir kommen gerade aus Abenteuer Atlantis. Ja! Es hat fast funktioniert. 97.800 oder sowas hatte ich. Aber Tim hat nicht gesagt, in wie vielen Versuchen. Deswegen geht es nachher auf jeden Fall nochmal in Abenteuer Atlantis. Wir sind bis jetzt noch gefahren. Piraten in Batavia, finde ich, ist durch die quasi Neuauflage sehr, sehr gut geworden. Es ist ein unfassbar schöner, atmosphärischer Dark Ride. Wo zwar Animatronics fehlen, die sich richtig geil bewegen, aber ist eine ziemlich coole Sache. Danach sind wir zu Euromir gelaufen, finde ich wieder anderen Aussagen eine sehr coole Achterbahn, ein sehr cooler Spinning Coaster, der auch nicht schmerzhaft ist oder sonst irgendwas. Ich mag die Bahn, außerdem ist der Soundtrack halt einfach geil. Ja. Punkt. So, dann sind wir jetzt die Schneeflöckchenfahrt gefahren, weil laut Tim, die Schneeflöckchenfahrt gehört halt zum Europapark dazu. Die fährt man immer. Ja. Dann waren wir in Abenteuer Atlantis. Danach hat Tim gesagt, ja, wenn du 100.000 schaffst, gebe ich dir ein Bier aus. Dann waren wir halt nochmal. In der Zwischenzeit waren wir noch im Fluch der Cassandra, dem Madhouse hier. Aber das war irgendwie ganz komisch ohne Pre-Show. Und irgendwie mit so ganz vielen Halloween-Sounds. Und irgendwie hat sich das alles falsch angefühlt. Also ich weiß auch nicht. Das war ganz, ganz komisch. So, und jetzt laufen wir zu Poseidon. Lass uns mal ein bisschen nass machen und dann gucken wir einfach mal weiter. Wir sind auf jeden Fall sehr gut in der Zeit, haben schon echt viel gemacht. Das ist ein sehr entspannter Tag, würde ich mal behaupten. Mega.
sich, um mit uns zu feiern. So, es ist sehr viel Zeit vergangen. Wir haben einiges gemacht. Wir sind nämlich noch Pegasus gefahren. Der Youngster Coaster von Mack Rides ist eine schöne Sache, fährt sehr gemütlich. Ich habe das erste Mal gesehen, dass wenn man links sitzt und zu lange Beine hat, dass der Wagen in der ersten Kurve so nah dran kommt. Ja, war mir bisher nicht bewusst. Ist irgendwie ziemlich bescheuert und irgendwie eine Fehlplanung, habe ich das Gefühl. Dann sind wir Poseidon gefahren. Da sind wir sehr nass geworden von der Fontäne. Ja, die erste Fontäne war ziemlich gut eingestellt. Ja, ansonsten fährt die Bahn jetzt nicht so gut. Danach sind wir nochmal Abenteuer Atlantis gefahren und im First Try haben wir alle über 100.000 Punkte geschafft. Also von Tim gibt's Bier. Freibier für alle. So, Freibier für alle, ihr habt's gehört. Dann sind wir Silvester gefahren. In der ersten Reihe mit nicht lange Warten eine sehr schöne, gemütliche Fahrt. Die kann sich gerne noch ein bisschen aufwärmen. Das ist ja ein ganz netter Hypercoaster. Dann sind wir Chun Chun Coaster gefahren. Finde ich schön thematisiert. Oh Gott. Genau. Finde ich sehr schön thematisiert. Ist aber leider nicht mehr meine Bahn. Die ist mir einfach nicht wild genug. Die Bremsen sind zu hart eingestellt. Tut mir leid. Und dann sind wir mal am Freudenreich gefahren. Ich glaube, die beste Umthematisierung, die ich so kenne. Ich finde das Ding so zuckersüß und so übertrieben geil, dass es einfach nur Spaß macht. Ich finde das mega toll. So, und jetzt geht's hier ab. Entschuldigen Sie, Ihre Waffe guckt raus. Was soll denn das? Le Coucou! So, wir sind jetzt noch den Krempeltempel gefahren, alias Geisterschloss. Ja. Ist halt eine ganz nette Geisterbahn mit Endlossystem, wo halt ziemlich viel Kram drin steht. Ja. Dann sind wir noch Piccolo Mondo gefahren, weil Jan Piccolo Mondo noch nie gefahren ist. Was sagen Sie dazu? Upsi! Nee, war schön, war süß. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so weit rauf und wieder runter geht. Aber ja, doch. Senkrecht, ne? Ja. So, und dann Beyond Vertical Drop. Ja, aber war schön. Doch, war schön. Ja, und jetzt gerade sind wir noch den Matterhorn Blights gefahren und laufen jetzt mal zu Arthur and the Minimoys. Und dann gucken wir mal, was wir sonst noch so machen, weil wir sind tatsächlich in den letzten Stunden vom Parkbesuch. Ich schätze einfach mal, weil wir da hinten in der Ecke sind, werden wir nochmal Woden fahren und Blue Fire. Ja, und dann mal gucken, ob wir nochmal Silver Star fahren. Bin ich mir noch nicht so sicher, ob das zeitlich passt. Ich habe keinen Plan, wie lange die Wartezeit gerade bei Arthur ist. Guck mal einfach mal. Ist auf jeden Fall heute ein äußerst entspannter Parkbesuch. Wenn man hätte alles machen wollen und nicht gefilmt hätte dabei, hätte man das locker geschafft. Es ist wirklich sehr, sehr wenig los, was ganz angenehm ist. Tim sagt gerade, man muss doch das Bier einlösen. Theoretisch kann man das auch nachher beim Essen. Das geht auch. So. Aber das ist mein Antwort. Okay, that escalated quickly. Es ist Halloween, Leute. Okay, schrei los, Kind. Aber es ist okay. Runter abgesprochen. Ja.
Ja, ist auf jeden Fall, merke ich auch mal wieder, dass der Europapark tatsächlich ein Park ist, wo ich nicht ganz so häufig hin muss. Sagen wir es mal so, ne? Da reicht echt einmal im Jahr. So. Ja. Genau so ist es. Nein. Das war es dann auch aus dem Europa-Park. Wir sind noch ein paar Sachen gefahren, tatsächlich. Ein paar. Wir sind noch Arthur und die Minimoys gefahren via Virtual Line. Ein sehr gutes System, wenn man Zeitslots dafür bekommt. Ist schon echt sehr gut nutzbar. Damit spart man extrem viel Zeit. Arthur ist eine nette Kiste. So. Ist halt ein sehr schönes Fahrsystem. Es gibt ein paar echt cool gemachte Stellen. Die Figuren sind jetzt natürlich auch nicht die krassesten und so. Ist aber schon eine ganz nette Kiste. Dann sind wir quasi wieder zu Wodan gelaufen. Sind Wodan nochmal in der letzten Reihe gefahren. Ein schöner, sehr knackiger GCI, der halt ein bisschen zu kurz geraten ist. Ja, dann sind wir natürlich, weil es direkt daneben ist, zu Blue Fire gelaufen. Auch mit der Virtual Line. Hat auch wieder echt Bock gemacht. Blue Fire ist halt echt eine einfach gute, solide Bahn. Die ist nicht schlecht. Die macht echt Spaß. Gerade die Hardline Roll. Wobei Hardline weiß ich jetzt nicht so. Die schmeiße ich ja eher weg. Aber die ist halt richtig, richtig geil. Die fasziniert mich immer wieder aufs Neue. Macht mega Bock. Und jetzt gerade zum Abschluss sind wir 3 Runden Silverstar gefahren. Hoppala. Ups. Dinge passieren, würde ich mal behaupten. Ja, es ist halt auch eine schöne Bahn. Die Trim Brakes könnten natürlich auch weg sein. Dann würde die noch mehr Bock machen. Aber man kann ja nicht alles haben, würde ich behaupten. Auf jeden Fall war das ein kernentspannter Tag im Europapark. Wir haben einfach das gemacht, worauf wir Bock hatten. Ich habe ein klein bisschen gefilmt, also nicht ganz so viel. Ich wollte halt einfach nur mal eine neue Optik ausprobieren. Ob die so im Alltagsgebrauch für Freizeitparks gut nutzbar ist oder nicht, und wollte einfach mal ein bisschen was damit filmen. Deswegen habt ihr wahrscheinlich nicht so mega viel Videomaterial gesehen. Aber naja, man kommt ja eh irgendwann nochmal wieder hier hin und vielleicht gibt es irgendwann auch mal eine Parkvorstellung von hier. Schauen wir mal. Europapark, der beste Freizeitpark der Welt. Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich 2 volle Tage hier füllen könnte im besten Freizeitpark der Welt. Aber gut, der Tim kann das, ich kann es nicht. Ja, damit tschüss mit Üs. Tschüss wieder. So. Spaghetti. Spaghetti? Was? Hä? Thumbnail.